Kachi Pekmakesh. No noch Kachuts Jani. Maskin Walikesh. Una Kusu Santi Chiva Nuraki. Tabais Tak Nachwe. Tak Tekepachi. Nur Erhabene und Eingeweihte dürfen den heiligen Boden betreten. Unschulds Augen blinzeln im Lichte, wenn die Schwäche schwindet. Du darfst hinein. Wie lange willst du diese alberne Rebellion noch weiter treiben? Bis wir gesiegt haben und du keine Bedrohung mehr bist. Und das sagst du mir ins Gesicht? Du weißt, ich bin ehrlich. Und wir waren mal auf derselben Seite. Amaru, vergiss nicht, wer du bist. Ich bin einer von euch. Ja. Hast du mich deshalb verhaften lassen? Würde mein Bruder noch leben? Ruhe in Frieden. Ja, ich bin sicher, für ihn wären diese Streitereien Zeitverschwendung. Komm nach Hause. Ich bin zu Hause. Das ist mein Zuhause. Onuratu, stell dir mal kurz vor, wie Paititi erblühen würde, wenn die Welt frei von fremden Bedrohungen wäre. Ach, und bist du nicht auch so eine Bedrohung? Du willst die Welt neu erschaffen? Wir alle erschaffen unser Schicksal. Wir alle, so wie wir sind. Ich habe mein ganzes Leben lang alles für Paititi getan. Einfach alles. Als es noch geteilt war, habe ich es vereint. Bin ich denn der Einzige, der die Bedrohung erkennt? Du kommst und gehst, als ob dein Leben hier nur ein Zeitvertreib wäre. Ja. Ich habe die Welt um uns herum kennengelernt und ich weiß jetzt, was auf uns zukommt. Es kommt jeden Tag ein bisschen näher. Paititi wird diese Invasion nicht überstehen. Unsere ganze Identität wird uns gestohlen oder zerstört. Dann müssen wir das gemeinsam verhindern. So wie es das Beste für unser Volk ist. Durch die Wiederherstellung der Sonne? Das garantiert nur für ziemlich kurze Zeit Paititis Sicherheit. Aber dann beschützt es uns nicht davor, entdeckt zu werden. Oder vor einer Invasion. Hat uns das Schicksal dem Untergang geweiht? Nein! Nein, wir müssen mutig sein. Einen Schritt voraus. Kämpfe mit mir. Ich brauche deine Intelligenz und deine Hartnäckigkeit in meiner Welt. Eine Welt beherrscht vom Kukulkan-Kult. Oder soll ich Trinity sagen? Wenn du Kontrolle willst, dann kriegst du sie. Doch jetzt brauche ich deine Hilfe, um Paititis Sicherheit zu garantieren. Wenn du dann willst, kannst du darüber herrschen, wie du willst. Ich überlasse dir den Thron. Das verspreche ich. Nein. Ich finde die silberne Schatulle und stelle die Sonne wieder her. Ihr Licht wird dich richten. Wieso hältst du so wenig von mir? Bringt sie zurück in die Zelle. Schon gut, schick mich zurück.
aber ich werde niemals unser Volk verraten. Nein, du lässt sie einfach im Stich. Die Schatulle ist weg! Ein Missionar, Andres Lopez, hat sie gestohlen, vor 400 Jahren schon. Was? Du hast anscheinend dein ganzes Leben lang am falschen Ort gesucht. Jetzt verschwinde. Kukulkan gebot mir, mich der Priesterschaft anzuschließen. Die Götterwelt der Paitizianer ist ein Konglomerat verschiedener Kulturen. Ich muss ihre Rituale und ihren Glauben studieren, um herauszufinden, wie wir ihre eigenen Götter gegen sie einsetzen können. Jene, die über das Wasser kamen, sind unaufrichtig und intelligent. Ich zweifle nicht daran, dass die Stadt schon bald unter der Kontrolle von Kukulkan vereint sein wird. Das ist Tonatiuh, der Sonnengott und Gebieter über den aztekischen Himmel, den sie Tollan nannten. Er war buchstäblich die Sonne selbst, genau genommen die fünfte, und herrschte nach dem Tod der vier Sonnen vor ihm über das fünfte Zeitalter. Die Azteken glaubten, ihm regelmäßig Opfer darbringen zu müssen, da er sich andernfalls weigern würde, über den Himmel zu ziehen. Er wurde, wenig überraschend, mit Adlern assoziiert und häufig in ihrem Gefieder dargestellt. Er trug dabei entweder Pfeile und Schilde oder speziell für Menschenopfer gefertigte Werkzeuge. Oh no, Kukulkan, kamim woksaholal yalana. Lange dunkle Schatten rücken näher, der Berg schwarz wie die Nacht ist in Trauer, als die blassen Fremden das kurze, aber enorm ertragreiche Leben von Kuyua Kapak beenden. Er, der sich diese Stadt in seinem Streben nach Größe aufgeladen und sie zu neuen Höhen geführt hatte, der um nichts anderes bat, als dass Inti ihm die Stirn wärme, während er arbeitete, in den Flüssen, auf den Feldern oder in der Ziegelei. Kuyua Kapak traf eine Vereinbarung mit den Fremden. Er opferte sich, damit wir weiterleben können. Frei, doch unter der neuen Herrschaft dieser Männer aus fernen Landen. Die Priester der Stadt oder die Schamanen, falls wir zwischen den Heiden und denjenigen unterscheiden wollen, die im Lichte Gottes wandeln, traten als Erste vor. Sie waren die Ersten, die zuhörten, um mehr über den Zustand der Außenwelt zu erfahren. Viele von ihnen fühlten sich daraufhin betrogen und flehten darum, getauft zu werden. Sie kamen völlig zu Recht zu dem Schluss, dass ihr Glaube und ihre Verehrung der traditionellen Gottheiten dieses Landes unangebracht waren. Einer von ihnen formulierte es folgendermaßen: Wenn euch euer Gott vom anderen Ende der Welt bis hierher geführt hat, muss er wahrlich der Mächtigste sein, und nur ein Narr würde sich nicht vor einer solchen Wesenheit verneigen. Wir werden diesen Schamanen Englisch beibringen, damit sie es anschließend die Bewohner von Paititi lehren können. Okay.
Der schwarz-gelbe Streifen im Gesicht zeigt, dass es sich hierbei um Tezcatlipoca handelt, einen bedeutenden Gott der Azteken. Mal sehen, ob ich mich noch an alles erinnere, was mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Jaguare, Wirbelstürme, die Nachtwinde, der Nachthimmel, die Erde, der Norden, Zauberei, Schönheit, Versuchung, Führungsstärke, Krieg, Unfriede, zwischenmenschliche Konflikte im Allgemeinen und natürlich Obsidian und Weissagung. Sein rechter Fuß wird häufig durch reflektierenden Obsidian ersetzt, den die Azteken als Spiegel verwendeten und der auch bei schamanischen Ritualen und Voraussagungen zum Einsatz kam. Tezcatlipoca bedeutet wörtlich übersetzt rauchender Spiegel. Um zu verhindern, dass Krankheiten nach Paititi gelangen, untersagt Herrscher Chiqua hiermit vorübergehend allen Bürgern, die Stadt zu verlassen. Wer auch immer sich derzeit außerhalb der Stadtgrenzen aufhält, darf sie nicht wieder betreten. Paititi leidet noch immer unter den Folgen der jüngsten Seuche, weshalb jeder weitere Ausbruch das ohnehin schon fragile Gleichgewicht aus dem Lot bringen könnte. Auf Anordnung des Kultes von Kukulkan. Um jegliche Eskalation einer ohnehin schon heiklen Lage zu vermeiden, gelten für sämtliche Mitglieder von Trinity folgende Regeln. Schränken Sie Ihre Besuche der Stadt ein, verlassen Sie das Lager nur in Kultistenkleidung, tragen Sie keine modernen Waffen, vermeiden Sie, wenn möglich, direkten Kontakt mit den Paitizianern. Die Gemahlin von Inti, Tochter von Viracocha und Mutter der Gründer des Inka-Reiches. Vermutlich ein weiteres Artefakt, das der Kult von den Bewohnern Paititis erpresst hat. Jonah, ich weiß, wo sie ist. Ich gehe rein. Okay, wir sind unterwegs. Hast du das Beben vorhin gespürt? Ja, als ich im Cenote war. Das war ein Vorbeben. Bald geht's dann richtig los. Wir müssen uns beeilen. Ja, wenn Unurato frei ist, suchen wir gemeinsam die Schatulle. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Tut mir leid. Niemand darf passieren. Verdammt!
Das war knapp. Das ist Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange. Die Azteken verehrten diesen Gott als eine Kraft der Natur, die für Wind und Regen verantwortlich war. Wenn er zornig war, konnten diese Naturphänomene ins Extreme ausarten, um Erde und Himmel zu reinigen. Aus diesem Grunde wurde Quetzalcoatl auch mit Gerechtigkeit und Erbarmen in Verbindung gebracht. Eine Legende besagt, er habe betrunken Inzest mit seiner Schwester begangen und sich anschließend selbst in Brand gesteckt, um für diese Tat zu büßen. Dann stieg seine Asche zum Himmel auf und er wurde außerdem zu einem Gott des Lichts. Mögen die Flüsse der jenseitigen Welt ruhig sein und Uturankas Boot robust genug, um sie zu befahren. Ich kann kaum den Boden sehen, falls es überhaupt einen gibt.
Diese Höhle entstand durch einen unterirdischen Fluss. Da oben ist eine Schnitzerei.
Seite. Lara, wie läuft's? Ich bin über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Die Schatulle ist nicht in Paititi. Ich weiß. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm, Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Dieses hier zeigt mein Schicksal. Das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchichikwa, den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Das Grab ist bestimmt schwer bewacht. Wir finden einen anderen Weg. Das wird gefährlich. Ich weiß. Dann sollten wir uns beeilen. Wie geht's, Etzli? Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Er müsste jetzt bei Uchu sein. Die Herrscherfamilie dient inzwischen nur noch als Symbol, während in Wahrheit wir die Stadt kontrollieren. Dass wir ihr weiterhin eine Position scheinbarer Macht zugestehen, hat zwei Gründe. Einerseits können wir uns so auf unsere Suche nach der Schatulle konzentrieren und andererseits beschwichtigt es die Einheimischen, die jeglicher Veränderung mit Ablehnung begegnen. Jonah, ich bin bei Onuratu. Oh gut, Etzli will mit dir reden. Mutter, wir schicken Verstärkung. Soll ich Uchu helfen oder mit der Ableckung Boden erobern? Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Etzli. Traue deinem Instinkt. Leitzkalankoele lo putzig, hachpila mucho. Thank you.
Τουλάκα του κούτσιλ! Μπάς λεχέλο, τέλο, ήτσι λέτσι βόβο, ψένα βουλέ. Του σέβανι. Gengi. Την λάπα. Meinst du, das waren die letzten? Du gehst vor. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ein vormals wilder Krieger, aufgestellt zur Warnung. Ich fiel aus seinem Mund und liege nun zu seinen Füßen.